Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Georg Hofmann. Ich bin Produktmanager bei RCF Deutschland und ich kümmere mich bei uns speziell im Bereich Festinstallationen. Hier auf der Messe 2011 in Frankfurt haben wir eine Reihe neuer interessanter Produkte, die ich Ihnen gleich mal kurz vorstellen werde. Es ist einmal hier die kleine Mediaserie, eine kleine Installationsserie. Dann darüber hinaus hätten wir hier die neu designte Kompaktserie. Und last but not least unsere VSA, unsere DSB gesteuerten Zahlenlautsprecher. Hier sehen wir die Mediaserie, eine Serie an passiven Installationslautsprecher im Holzgehäuse. Fangen wir an mit einem kleinen Modell, 5 Zoll, 1 Zoll, dann ein mittleres Modell, 6 Zoll, 1 Zoll, großes 8 Zoll, 1 Zoll. Und zwei größere Modelle mit dem Doppel-5er, beziehungsweise einem Doppel-6er und einem 1-Zoller. Die Serie eignet sich speziell für Installationen im Medienbereich, Bar-, Bistro-Bereich. Ausgestattet mit umfangreichen Installationsmöglichkeiten. Auf der Rückseite haben wir verschiedene Aufnahmepunkte für Systemflug-Hardware oder natürlich oben und unten auch mit einem U-Bügel. Hier sehen wir die neu designte RCF Akustika Kompakt-Serie. Das ist eine Reihe von hochwertigen passiven Installationslautsprechern in verschiedenen Größenordnungen. Fängt an mit einer kleinen 6 Zoll 1 Zoll, dem Industriestandard für Sprachbeschallungen, und weiter hinaus über ein 8 Zoll, 10 Zoll 1 Zoll System und zwei größeren, leistungsstarkeren Systemen mit einem 12er, beziehungsweise einem 15 Zoll Woofer und einem 2 Zoll Mittelhochtonhorn. Hier präsentieren wir unsere DSB-gesteuerten Zeilenlautsprechern. Die haben wir in drei Größen. Einmal die VSA 2050, was eine 2 Meter Tonsäule ist mit 3,5 Zoll Woofern. Dann ein mittleres Modell, 1,5 Meter lang, mit 12 3,5 Zollern, die VSA 1250. Und unser kleines Modell mit 1 Meter Länge, die VSA 850 mit dementsprechend 8 3,5 Zollern. Diese Zeilenlautsprecher, sogenannte DSB-gesteuerte Zeilenlautsprecher, indem ich halt elektronisch meinen Beam und meinen Tilt einstellen kann, sodass ich den Lautsprecher optimal auf die gewünschte Beschallungsebene, Spannungsfläche ausrichten kann und nicht Bereiche anreiche, die für Stören Nachhall sorgen, wie Decken oder Rückwände. Also empfiehlt sich dieser Lautsprecher gerade für akustisch schwierige Räume wie Kirchen, große Hallen, Bahnhofshallen oder große Eingangshallen von Flughäfen oder so weiter.